herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Interview mit Frau Dr. Helene Petsch. Liebe Helene, schön, dass du nochmal Zeit hast für uns heute. Ja, vielen Dank, Alexander. Und es geht zum zweiten Teil um das Thema, wie kann Hypnose helfen, die Angst beim Zahnarzt zu reduzieren? Wie kann Hypnose dazu helfen, angstfreier, gelöster, entspannter den Zahnarztbesuch zu absolvieren? Liebe Helene, wir gehen gleich mit ins Thema. Eine Frage, die uns erreicht hat, war, wie schnell kann ich denn in Hypnose versetzt werden? Dauert dieser Prozess mehrere Stunden oder mehrere Minuten als Vorbereitung oder geht es wie per Zauberhand und auf Knopfdruck mit einem Fingerschnipsen? Wie muss man sich den konkreten Ablauf vorstellen? Vielleicht kannst du da aus deiner täglichen Praxis noch ein paar Hinweise geben. Ja, aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass ein entspannter Zustand innerhalb von 4 Minuten schneller erreicht wird. Wow, also 4 Minuten ist sehr, sehr schnell. Sehr schnell, sehr gut. Ja, und natürlich aufwendige Hypnoseeinleitungen, die, wo Behandler und Patient Gefahr laufen, eventuell einzuschlafen, wie man so schön sagt. Dass beide einschlafen? Einer oder der andere, okay, gehören definitiv der Vergangenheit an. Okay, sehr gut. Je öfter man das praktiziert, desto schneller geht es. Und schon nach der zweiten oder dritten Sitzung Hypnose kann eine Induktion schon so schnell gehen, mehrere Sekunden dauern. Okay. Und das ist auch sehr schön zu sehen, diese Umsetzung, okay, und der Prozess. Das heißt, wir haben auch bei der Hypnose einen Art Trainingseffekt. Mit jedem Mal mehr wird es einfacher und leichter, in diesen Zustand der Gelöstheit hineinzukommen? Es ist natürlich ein Stück weit eine Veranlagung. Es gibt Menschen, die sehr suggestibel sind, sehr schnell hypnotisierbar sind. Ja. Und andere, die müssen einfach dann mehr angeleitet oder mehr üben einfach. Das, okay, ist natürlich auch ein Training. Ein Training, ja. Okay. Kann man da zu Hause auch was unterstützend trainieren, um leichter beim nächsten Besuch schon leichter vorbereitet zu sein oder besser vorbereitet zu sein? Es gibt ganz tolle Anleitungen. Es geht in Richtung Selbsthypnose, okay, und Hypnose, Entspannungs-CDs oder, ja, Musik. Das, ja. Da gibt es ganz viel, ja, was hilfreich ist. Ja. Entspannung, Meditation, autogenes Training, Traumreisen sind ja alles Formen, wo man auch sich selbst hypnotisieren kann, oder? Genau, denn jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Man lässt sich nicht nur berieseln, ja, und ist dann plötzlich in Hypnose, sondern nein, man muss jeden Schritt selbst wollen und umsetzen. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Und das geht es nicht. Ja. Okay, eine weitere Frage, die uns erreicht hat, war, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich hypnotisiert werde? Was sehe ich da? Schlafe ich da? Sehe ich da Bilder? Was passiert mit mir aus Patientensicht? Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, was unseren Zusehern und Zuhörern einfach nochmal mehr Klarheit gibt. Ja, die Hypnose-Einleitung ist eine stückweilige Entspannung der Muskeln. Man fängt, okay, bei den Augenmuskeln an, okay, und lässt diese Entspannung durch den ganzen Körper ausdehnen. Und wenn das gut umgesetzt ist, das wird natürlich auch getestet, ja, geht es dann um die Entspannung des Kopfes, der mentalen Entspannung. Ja. Und dann ist man schon praktisch in einer leichten Trance und kann schon mit der Behandlung starten. Okay, also als allererstes die körperliche, die muskuläre Entspannung, gefolgt von der geistigen Entspannung, kann der man das so sagen? Der mentalen Entspannung im Kopf. Ja. Und das alles wird etwas vertieft und dann mit praktisch keinem Aufwand durch die Zahnbehandlung aufrechterhalten. Ja, okay. Kannst du uns vielleicht aus deiner Praxis noch ein, zwei Beispiele sagen, wo du sagst, hatte ich ein schönes Erlebnis oder vor allem natürlich der Patient ein schönes Erlebnis. Das sind Standardsituationen, in denen die Hypnose wirklich einen richtigen Mehrwert auch bringt. Ja, kannst du da ein paar Beispiele aus deiner Praxis sagen? Sehr schön ist zu sehen, dass die Patienten wirklich eine Lernkurve durchlaufen. Ja. Die durchlaufen sie wirklich selbst, man leitet sie ja nur an. Und schon nach kurzer Zeit sieht man häufig sehr positive Reaktionen. Patienten kommen schon mit einem Lächeln in die Praxis, in die Tür, ja, und sehr schön, freuen sich einfach total, dass sie das so weit geschafft haben. Ja. Und sind stolz auf sich, ja, oder? Weil, genau, das sind ja Menschen, die häufig große Angst gehabt haben und jetzt plötzlich kommen sie mit stolz geschwellter Brust aufrecht in die Zahnarztpraxis. Wäre undenkbar gewesen. Genau, was, ja, für ein Erfolgserlebnis. Sehr gut, also richtige Umprogrammierung, die hier stattfindet. Lebensverändert. Ganz genau. Sehr schön, ja. Es gibt ja auch verschiedene Ebenen oder verschiedene Tiefen bei der Hypnose. Das heißt, vielleicht kannst du da selber noch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe auch noch ein
Praxisbeispiel aus meiner Praxis, aber kannst du zu der Hypnose-Tiefe noch was sagen? Grundsätzlich arbeiten Zahnärzte in einer ganz leichten Tiefenentspannung. Die reicht vollkommen aus und ist auch relativ schnell erreicht. Und man kann sicher sein, dass man durch die ganze Behandlung immer ein wohliges Gefühl behält. Das ist primär für die zahnärztlichen Behandlung wichtig. Ja. Wenn es in Richtung Hypnotherapie geht, ist die Hypnose noch tiefer, weil der Fokus anders liegt. Nicht auf die Zahnbehandlung, sondern einfach auf Muster, die geändert werden sollen. Ja, ist perfekt, genau. Ich kann vielleicht aus eigener Praxis noch einen Beispielfall berichten. Und zwar war bei uns eine Patientin, wir hatten einen chirurgischen Eingriff, also eine Operation geplant, und die Patientin wollte keine lokale Betäubung, also keine Anästhesie haben in dem Bereich, sondern sie sagte: Mensch, ich brauche keine Spritze, keine Betäubung, ich nehme meinen Hypnotiseur mit. Und wir arbeiten bei Mediden Bavaria auch mit einem Hypnotiseur zusammen, mit dem Matthias Köck. Und sie hat ihren Hypnotiseur, den Matthias, mitgenommen in die Praxis, und die hat sie in so einen tiefen, entspannten Zustand versetzt. Ich konnte sie weithin ansprechen, sie konnte auch mit mir reden, war alles ganz normal, nur war sie sehr, sehr entspannt. Und wir konnten tatsächlich in dieser Tiefe der Entspannung den Eingriff, die Operation am Kiefer durchführen, ohne eine lokale Betäubung, weil sie einfach so gut angeleitet war durch den Hypnotiseur, durch die Hypnose, dass sie da auch keine Schmerzen empfunden hat. Es war für mich, das ganze Team, auch sehr, sehr eindrucksvoll zu sehen. Das heißt, Sie können erkennen, die Hypnose hilft bei kleineren Beschwerden, nenne ich es mal, also Angstzuständen, bis hin auch zu Schmerzausschaltung, wenn es darum geht, wirklich eine Anästhesie, also eine komplette Schmerzausschaltung herzustellen. Also sehr, sehr hilfreiches Tool. Ja. Und wichtig zu wissen, wenn die Hypnose aufgelöst ist, hinterher wirkt diese Schmerzauflösung weiter. Ja. Man kann so sehr schön einfach auch den postoperativen Schmerz regulieren und auch ein Minimum reduzieren oder ausschalten weiterhin. Ja. Viele haben ja die Angst, auch nicht mehr aus der Hypnose zu kommen. Ich kenne die Antwort, aber vielleicht kannst du da noch sagen, ist diese Angst begründet oder was kannst du dazu sagen? Ist das eine reale Angst oder ist es auch nur was zwischen den Ohren sozusagen der Menschen stattfindet? Das hält sich natürlich hartnäckig. Es gibt keine Literatur, keine Berichte, die das bestätigen, dass jemand nicht aus der Hypnose rausgekommen ist. Ja. Man muss sich diesen Zustand als so wunderbar entspannend vorstellen, dass man eigentlich keine Lust hat, sich wieder in die normale Umwelt zu begeben. Ja. Burnout-Patienten werden absichtlich stundenlang in diesem hypnotischen Zustand gelassen, um wieder aufzutanken, um sich regenerieren zu können. Und für jeden, der da etwas bequem wird, gibt es ganz klare Maßnahmen und die funktionieren immer. Super, vielen Dank. War sehr interessant, diese praktischen Tipps nochmal, Einblick in was kann Hypnose im konkreten Fall beim Zahnarzt bewirken. Und ich hoffe, wir konnten mit diesem Interview vielen Menschen die Angst etwas nehmen oder einen Weg aufzeigen, den sie gerne beschreiten können, um wieder sozusagen den Weg zum Zahnarzt und damit auch zu ihrer Zahngesundheit, aber auch zu ihrer körperlichen Gesundheit zu finden. Vielen Dank, liebe Helene, dass du da warst. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Dankeschön.